Herzlich willkommen zu Mein Lieblingsrezept, heute mit Julian Justwan und natürlich mir. Julian, grüß dich. Wie sieht's aus? Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe heute das Vergnügen, mit Tobi mal ein bisschen was zu kochen. Und du hast uns einen Haushaltsklassiker mitgebracht. Ja. Die Haushaltsfrau der 70er Jahre würde sich sofort freuen und wäre stolz auf dich. Es gibt gefüllte Paprikas. Ich freue mich. Ich mich auch. Wollen wir anfangen? Können wir gerne machen. Wir haben schon mal vorbereitet das Hackfleisch mit angebratenen Zwiebeln, mit einfach Salz, Pfeffer, ein bisschen Paniermehl und mit Senf gewürzt. Und das Ganze packen wir jetzt in unsere ausgehöhlten Paprikas. Und das ist dein absolutes Lieblingsrezept? Ja, eins meiner Lieblingsrezepte, was selbst Kochen angeht. Also es gibt schon noch ein paar Gerichte, die von Mama natürlich besser schmecken. Aber ich wollte halt auch ein Gericht aussuchen, was ich mir gerne auch mal zu Hause mache. Okay. Und da finde ich das relativ einfach und ja, geht eigentlich relativ schnell, weil es die meiste Zeit auch im Ofen ist. Das ist doch super. Also das heißt, du kochst auch selber eine ganze Menge? Ich koche auch selber, ja. Oder macht das mehr deine Freundin? Nee, so ja, abwechselnd würde ich sagen. Wer kocht besser? Meine Freundin kocht besser als ich. Gut gesagt. Ja, du siehst, wir sind hier relativ schnell. Wir nehmen uns nicht viel. Okay. So, dann haben wir vorbereitet Tomatensauce. Genau. Einfach nur ein bisschen Wurzelgemüse, das heißt Möhren, Lauch, Sellerie anschwitzen mit ein bisschen Butter, mit ein bisschen Öl zusammen. Das Öl verhindert immer, dass das Ganze anbrennt. Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ein bisschen Oregano. Das war's, was da drin ist. Ich schütze jetzt mal rein. Und dann können wir auch eigentlich schon in. Oh yes. Wie oft gibt's das bei dir? Ich sag mal so alle 2 Wochen so einmal ungefähr. Vielleicht mal auch einmal pro Woche, wenn ich alleine zu Hause bin, dann einmal pro Woche. Sonst so alle 2 Wochen einmal ungefähr. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in die Küche, ja, schieben wir es in den Ofen. Bist du so lieb und machst uns einmal den Backofen auf? Vielen lieben Dank. So, das Ganze schieben wir jetzt bei 160 Grad, circa für 30 Minuten da rein. Aber das sieht man auf jeden Fall, wenn es fertig ist. Bis gleich. So Julian, das sieht ja schon echt klasse aus. Ich würde sagen, ich hol's raus. Sollte fertig sein, ne? Jo, das sieht doch top aus. Vielen lieben Dank. Komm, ich mach den leichten Part, ich mach den Reis. Riechen tut's auf jeden Fall super. Aber was man auch noch dazu sagen kann, ist, das Gericht kannst du natürlich auch ohne Reis essen. Natürlich. Sag mal, wenn du jetzt die Soße oder den Reis reckst, dann kann rein theoretisch auch, aber man könnte es ja auch, ich sag mal, ich würde es auch einfach nur die Paprika und das Hackfleisch essen, ne? So. Sehr schön. Bisschen Soße? Ja, gerne. Sehr schön. Bitteschön. Dankeschön. Ihr seht, es ist auf jeden Fall wieder ein ganz schnelles, einfaches Gericht gewesen. Wir beide probieren jetzt erstmal. Bist du zufrieden? Ich finde es auch super. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, vielleicht bis bald. Und natürlich vielen Dank, Julian. Schön, dass du da warst und mir das gezeigt hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.